Anneliese? Onkel Hoffmann. Habe ich dich also nicht gehört? Ich dachte, das ist doch Anneliese. Wo kommst du denn her? Von Altkirchen. Wir hatten eine Feier da. Da komme ich ja auch her. Ich hatte eine Reparatur da. Sag mal, bist du ein bisschen... Hast du was getrunken? Cola. Na, Cola? Aber sie haben mir Rum reingeschüttet. Ich wusste gar nicht, wie gut das schmeckt. Und jetzt fährst du betrunken nach Hause? Beschwipst, Onkel Hoffmann, aber ich fühle mich sauwohl. Auch wenn ich mal ab und zu in der Wiese lande. In der Wiese? Ja, die Straße hat gar nicht so viele Kurven, wie ich sehe. Und sowas fährt mit dem Rad. Du bist eine Gefahr, Mädchen. Jetzt tun wir das Rad hier rein. Und ich fahre dich nach Hause. Du bist lieb, Onkel Hoffmann. Das weiß ich. Und ich möchte alle umarmen. Ja, ist gut. Du hilf mir mal. Sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? Bist du gestürzt? Aber ich sage doch, Onkel Hoffmann. Dreckig von oben bis unten. Bin ich? Bist du? Dann kann ich dich ja gar nicht zu Hause abliefern. Dann gehen wir zuerst zu euch, da wasche ich mich. Hm? Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Warte mal, ich hole ein Handtuch. Ich habe ein Handtuch davor. Brauchst du nicht, Onkel Hoffmann. Hier ist doch irgendwo Wasser. In der Wiese, der Weiher. Ja, wasche ich mich jeden Tag. Hm. Ah, ist das kalt. Es ist ja ganz kalt, das Wasser. Wo bist du denn, Onkel Hoffmann? Komm ich schon. Na, fühlst du dich besser? Ich fühle mich doch nur schlecht, Onkel Hoffmann. Bei dir dreht sich doch sicher alles. Das schon. Dann komm ins her, sonst fährst du noch rein. Muss ja ein schönes Fest gewesen sein. Ja, war es auch. Cola mit Rum. Aber mehr Rum mit ein bisschen Cola. Ja. Setz dich auf die Hose. Warum hast du die überhaupt ausgezogen? So, trockne dir jetzt die Füße ab. Danke, Onkel Hoffmann. Du bist lieb, Onkel Hoffmann. Sag's nicht so oft. Weil du es bist? Ja, ist ja gut, ich hab's ja gehört. Umarme mich nicht. Ich tu's aber. Ich tu's, soll's mir Spaß machen. Oh Gott, ist mir schwindelig plötzlich. Halt mich fest, Onkel Hoffmann. Tu ich ja! Das macht mir nichts aus. So fest noch wieder nicht. Du willst es ja. Onkel Hoffmann. Warum kommst du denn nicht? Soll ich dich holen? Wo willst du denn hin? Komm doch her! Anneliese! Anneliese, komm, steig ein. Du kannst doch nicht zu Fuß nach Hause gehen. Kann ich nicht? Die Dreckskerl, die sich schweinen. Sie glauben doch nicht, dass ich mit Ihnen in einem Wagen fahre. Geben Sie mir mein Fahrrad raus. Steig ein, Anneliese, komm, steig ein. Sie sollen mir mein Fahrrad rausgeben. Anneliese, so wie du dich benommen hast, musst du ja glauben, du willst das. Du hast es ja darauf angelegt. Habe ich dir die Hose ausgezogen? So weit kommt's noch. Anneliese, lass doch den Quatsch, komm, steig rein. Verschwinden Sie, Sie Dreckskerl, Sie!
Ich entschuldige mich, wenn du das willst. Ich entschuldige mich. Was soll ich noch tun? Entschuldigen müsste ich bei meinem Vater. Dem werde ich erzählen, was sie mit mir gemacht haben. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Wer ist hier verrückt? Das kannst du doch deinem Vater nicht erzählen. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich werde es jedem sagen, jedem, der es hören will, dass der Hoffmann, der seit 20 Jahren neben uns wohnt, dass das ein Dreckskerl ist, ein Schwein. Und Anneliese! Ich hoffe, dass sie eingesperrt werden, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie ruiniert werden. Anneliese, hör doch zu. Wir können doch in aller Ruhe darüber reden. Ich habe ihr gesagt, ich entschuldige mich. Es tut mir jetzt leid. Wahnsinnig leid. Ich brauche ihr Auto nicht. Es wird schon jemand anhalten. Du kannst doch keinen Wagen anhalten. Das werden sie schon sehen. Ah, Hilfe! Hilfe! Monsieur? Madame? Hallo? Hallo? Stecken geblieben. Ja, ich bin stecken geblieben. Ja, hier bleibt man leicht stecken. Ja, ich habe mich verirrt. Ich bin irgendwie von der Straße abgekommen. Was ist denn das hier? Die Müllkippe. Ist das Ihr Wagen? Ja. Warum stehen Sie denn da mitten im Weg? Ihretwegen bin ich im Dreck stecken geblieben. Das tut mir leid. Da müssen wir was unterlegen. Bretter oder sowas. Liegt ja hier genug herum. Ja, ist gut. Die kommen hier schon raus. Sie haben wohl Angst, was, dass sie hier nicht rauskommen. Aber wenn man da was unterlegt... Wo kommen Sie denn her? Ich wohne hier in der Nähe. Da weiter hinten. Ich fahre hier durch, weil es eine Abkürzung ist. Das reicht schon. Ich
lebe da ganz allein. Rockel ist mein Name. Ja, vielen Dank, dass Sie mir behilflich waren. Ach, nicht der Rede wert. Na, versuchen Sie mal. Los! Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen. Ach nein. Doch, doch, ich habe nicht viel bei mir. Nehmen Sie das. Aber das sind doch 50 Mark. Behalten Sie es nur. Das ist mir die Sache wert. Wie wäre ich denn sonst hier weggekommen? Ja, vielen Dank. Nein, nein, ich danke Ihnen.